So, herzlich willkommen Leute, es ist Kriegszeit. Diesmal am Anfang 3 und dann werden wir das Ding pausieren und machen morgen nochmal 3. Ja, Spielstand brauchen wir glaube ich nicht viel reden. 75 Angriffe hier noch 54. Wir haben vor, das Feld zu räumen, direkt. Und ja, das ist der Plan und jetzt muss ich euch was zeigen. Ich habe in letzter Zeit, ich muss mal hier runter scrollen, ein Team für mich entdeckt. Warum es funktioniert, ja, kann man drüber streiten. Auf jeden Fall funktioniert es irgendwie. Ich möchte euch kurz noch meinen Turm zeigen. Also hier wurde ich irgendwie überfallen, habe ein paar Punkte bekommen. So, und hier auch. Und dann habe ich irgendwann ja mal vergolten. So, dann haben wir hier irgendwie einen Sieg, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann hat man wieder ein anderer. 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 Siege in Folge mit ein und demselben Team. Egal, was da vorne steht, in welcher Formation die stehen und. Welches Team, ja, na klar, bist du jetzt online, du Nase. Welches Team war es gewesen? Das. Dieses Team hat jetzt 18 Siege in Folge, egal welche Tankfarbe, ob Doppeltank vorne, Triple Tank und wie sie nicht alle heißen. Ja. Ich bin ja kein Fan davon, einfach ein Team zu nehmen, ohne dass man sich nach der Farbe richtet. Ich spiele nur noch mit dem, weil ich einfach nicht glauben kann, dass es funktioniert, aber es funktioniert. So, und weil das da funktioniert, probieren wir das jetzt im Krieg. Ja. So, und da es gegen 4400 da geklappt hat, bis hoch 4860 oder so war der stärkste gewesen, nehmen wir uns jetzt hier den 4700er Lurch, weil seinen Namen kann ich nicht aussprechen, das ist Chai Choi oder so, und gehen da jetzt drauf. Ja, jetzt haben wir natürlich einen sehr schnellen Krieg, wo ich mir jetzt denke, das muss ja aber dann genauso verrückt klappen, weil die sind ja alle noch ein bisschen schneller. Ja, wir werden sehen, ne? Die Gegner sind natürlich auch ein bisschen schneller unterwegs, aber das muss jetzt einfach, jetzt wird es wahrscheinlich Krieg sein und sehr schneller Krieg und gleich werde ich rausgehen mit einem Punkt und werde sagen, so eine Scheiße, ich hab's ja vorher gesagt, aber wir probieren das einfach mal aus und Attacke. So, bin ich gespannt. Und das war auch nie mit, waren immer so Mischboards, ne? Also nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz toll. Ja, ist auch so ein, naja, ich halte mich mal noch zurück. Noch ist nie so doll. Aber wir gucken mal. Ob wir hier irgendwas bewegen können. So, zumindest ist erstmal gut, dass wir ja schon mal irgendwas anhaben. So, Domitia in der Mitte wird wegsterben. Arie lassen wir mal noch in Ruhe. Wir kümmern uns mal um Aureus. Weil der gleich haut wie doll und verrückt. Also nehmen wir den gleich mal runter. So, Cage und Rigard am Start. Brand kriegen wir noch nicht, aber Zock da hinten kriegen wir gleich ab. Dann gucken wir mal, was wir hier bewegen können bei Ariel. Oh, die hat eine schöne Beule bekommen. Dann probieren wir auch mal, die zwei Steine reinzuspielen. Mit dem Attack Up könnte das reichen. Jawolla. So, Frost wieder an. So, Zock kommt jetzt gleich um eine Ecke. Dann werden wir ihm mal ein bisschen seinen Angriff runterschrauben. So, jetzt könnten wir rechts lila spielen. Er löst aber eh aus. Also können wir mal gucken, ob es da was Verrücktes gibt. Nicht ganz verrückt. Lass mal Magni in Ruhe. Danke, dass du Magni nicht in Ruhe lässt. Du kleines Arschgesicht. So, okay. Dann haben wir hier drei Steine.
Das sieht gar nicht schlecht aus. Brandschaden machen wir weg. Mit Rigard. Cage drauf. Nochmal drei Lilane hinterher. Und das Schweineteam hat schon wieder funktioniert. Also das ist ja verrückt. Halte ich fest. Und ja, da waren jetzt natürlich auch Steine mit bei. Das wissen wir alle. Wenn wir gar keinen Stein haben, dann können wir auch so gar nichts machen. Aber das finde ich schon ein bisschen cool. Ja. So, was haben wir denn noch? 4, 6, 7. Hier, das verstehe ich auch so gar nicht. Also wer macht denn sowas? Also lila Tank ist ja das eine, ja. Aber wenn du hier Mono Gelb reingehst, ne? Dann egal wo drei Steine liegen, der ist weg. Der ist einfach weg. Aber gut. Sollen sie alle machen. So, hier unten ist übrigens mein Freund, ne? Mein Freund Kuhnchen mit einem doppelten Kagan, ja. Wollen wir mal sehen. Vielleicht nehme ich den auch noch. Wollen wir mal schauen. Obwohl ich auf Kuhnchen gar keine Lust habe. So, dann nehmen wir das hier. So, jetzt bauen wir wieder ein bisschen was zurecht. Ja, ob wir hier mal gucken. Hier ein bisschen was Ulkiges hinkriegen. Wollen wir nochmal kurz schauen hier, wie wir hier haben. Freier vorne. Ja, Aegir ist irgendwie ätzend. Aegir ist ätzend. Yang Mai wird wahrscheinlich bei mir permanent, wenn sie auslöst, fünfmal auf mich schießen. Bloß wenn du sie selber nicht mitnimmst, dann macht sie das nicht. Das ist die Frage. Aegir macht diesen Dingsbums. Heilung ist aber nicht wirklich mit bei. Heilung ist nicht wirklich mit bei. Dann könnten wir eventuell. Ich habe eine Idee. Pass auf. Ich habe eine Idee. Ich habe so eine Idee. Also, Sabina muss heilen. Ja. Wir lösen die Wächtergazelle aus. Vorher Tibertus. Und dann ist Aegir, der mit Sicherheit schon lange ausgelöst haben wird, hat seinen Schaden verteilt auf alles. Tibertus drückt den Schild runter, die Wächtergazelle schraubt den Angriff hoch und dann macht es Rambadisamba. Ja, ungefähr so. Dann gucken wir mal, ob Rambadisamba geht. Ich sitze übrigens auf dem Balkon, also wenn hier komische Geräusche sind, dann liegt das daran, dass irgendwelche Dröschis wieder dran vorbeilaufen. Also nicht wundern. Und hier sind mächtig viele Mücken. Ja, es kann also auch sein, dass ihr durchaus mal ein Klatschen hört. Dann war das nicht, dass ich Beifall bekommen habe, sondern dass ich mir ins Gesicht geschlagen habe. So, wir haben nicht ganz so viel Gelb, wir haben aber ein bisschen Lila. Ja, mal gucken, wie wir das zusammenwürfeln. Wenn wir den Gelben machen, dann würfelt das da oben in Lila. Das können wir mal machen. Dann können wir nochmal Lila zusammenwürfeln. In Freya. Können aber auch mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas Verrücktes bekommen. Verrücktes zumindest mal gelb. Das war nicht so schlecht. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Wir können natürlich auch versuchen, dass Aegir erst gar nicht mit seinem Rotz um die Ecke kommt. Ne? Dann machen wir das mal so. Dann machen wir das nochmal so. Und dann hauen wir das mal auf Aegir, den alten Stinker. Und dann ist doch das halbe Feld schon tot. Das ist ja erstmal nicht so verkehrt. So. Wie spielen wir das denn jetzt zu Ende? Die drei Steine in Freya werden sie fast zum Auslösen bringen. Das finde ich nicht so witzig. Die Mücken sind aber auch ranzig hier, ey. So, dann machen wir mal. Ja, okay, Freya löst aus. Wir haben nochmal Lila. Aber weiterhin kein Gelb. Jetzt kommt nochmal Lila. Freya ist finito. Dann machen wir mal die wieder an. Das war auch blöd, dass ich Sabina so mitgenommen habe, ne? Weil dann bringt ihre Heilung so gut wie gar nichts. Ah, manchmal bin ich auch so ein richtiger Torfkopf, ey, wirklich wahr. Also. Das war auch nicht das Cleverste, den hätte ich auch anders spielen können, ohne dass das in sie reinmäht. Zum Glück verfehlt er alles. So, Ureus, auf wen gehst du denn jetzt? Lassen mal. Mensch, siehst du, das war's gewesen. Hat wieder irgendein Bauer seine Bierpulle in eine Tonne geworfen hier.
Habt ihr das hier gehört? Werden wir mal gucken. Muss ich mal später horchen, ob man das hört. So, Yang Mai würde jetzt auslösen. Na gut, dann nehmen wir so runter, ne? Nehmen wir so runter. So, Atomus kommt jetzt und rastet übel aus. Ah, schön, der war gut gewesen hinten in der Ecke. Ja, Schaden ist nicht so dolle in dem Moment, wo wir sie anhaben. Sein Affenbonus bekommt er nicht. Das ist tippitoppi. Dann können wir Ureus da drauf feuern und dann ist er Geschichte. Er Geschichte. Ich sollte also immer abends auf dem Balkon angreifen. Was ist denn eigentlich hier mit unserer Duftkerze, die die Fliegen wegmacht? Ich habe das Gefühl, die zieht die Fliegen eher an. Was ist das eigentlich? So, okay, das haben wir. Eigentlich würde ich ja den gerne nehmen und mal vorführen, warum man sowas nicht macht. Dann mal gucken. Vielleicht finde ich auch mal bei Überfälle jemanden, der so Brasili aufstellt und kann da irgendwas machen. So, gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch hier? Sky haben wir noch. So, einen haben wir jetzt noch im Petto. Ja, schreit nach einer Kombination. Da können wir nehmen was mit Gelb, da können wir nehmen aber auch was mit Rot oder was mit Grün. Was machen wir da? Ach, da machen wir was mit Rot. Komm, wir machen mal was mit Rot. Sturmfang zum Heilen. Das Land nehmen wir auch noch mit. Räuben, weil Yang Mai macht eh nichts. Und dann nehmen wir noch zwei Gelbe mit. Nehmen wir noch zwei Gelbe mit? Ich glaube, wir nehmen noch zwei Gelbe mit. Ja, wir nehmen noch zwei Gelbe mit. So, haben wir denn was, was ich hier richtig schön selber wegschießen kann? Auf jeden Fall. So, Sif macht aber, wenn ich mich recht entsinne, auch den Schaden runter. Wirker und benachbarte erlittenen Schaden für 50% reduziert. Okay. Ja, nee, lass doch mal los da. Das heißt, wir tauschen die um. Ich möchte eher den reduzierten Schaden, falls wir sie an den Start kriegen, beim Sturmfang haben, dass der länger durchhält. Das ist eher so mein Ziel. So. Ja, dann starten wir mal rein in die Geschichte. So, jetzt habe ich eine Mücke erwischt hier. Die hat mich voll geblutet. Ekelhaft. Los geht's. Los geht's. Okay, Rot war schon mal nicht die schlechteste Entscheidung. Zumindest erstmal vom Startboard her. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir damit vielleicht auch was halbwegs Solides anstellen können. Wir spielen erstmal den, weil wir danach Gelb haben. Okay, den gelben haben wir, den können wir uns auch nicht wirklich versauen, das ist ganz okay. Spielen wir den mal gleich noch. Okay, die beiden Kollegen sind an. Wir gehen durch die Mitte, weil wir davon ausgehen, dass sie jetzt hier stirbt. Es ist gut gelaufen. Esla kann erstmal seinen Bums austüten. So, schießen wir die erst da rein. Dann schießen wir die da rein. Leider kommt jetzt Sif zu spät. Aber er wäre eh nicht getroffen worden. Okay. So, dann machen wir sie mal an. Kadilen löst aus. Schießt sich vielleicht selber weg. Also das heißt, vielleicht schießt sich selber weg. War relativ klar gewesen. Dann nehmen wir mal noch die drei roten hier mit. Er löst aus, schießt sich hoffentlich auch selber weg. Gut, nicht ganz, aber zumindest ein bisschen. Sturmfang an. Oh, jetzt heilt die blöde Kuh da hinten. Das ist ja blöd. Das ist blöd. Deswegen hauen wir da mal drauf und gucken mal, ob da was passiert. Ah, reicht nicht wegen dem Scheiß von Kadilen. Das ist natürlich räudig. Das ist räudig. Leonidas kommt zu spät. So, wir gehen mal auf den Weihnachtsmann.
Ja, wir gehen auf den Weihnachtsmann, haben darunter jetzt gleich die roten, schieben die auch gleich mal. Er stirbt nicht, oder was? Ach, komm schon. Ja, das war jetzt gemein mit Räumen. Ein bisschen Heilung haben wir bekommen, das ist okay. Schon wieder eine Mücke. Das Pfeifen ist diesmal nicht das Mikrofon, das Pfeifen ist mein zartes Pusten, damit die Viecher weggehen. So, was machen wir denn da? Wir machen das da. Machen wir das mal an. Und jetzt spiele ich den, auch wenn ich weiß, dass ich mir damit gelb versaut habe, aber ich brauche irgendwie ein bisschen noch was Flottes hier. Hab ein Stück weit Glück. Heilung an. Na, der hätte nicht unbedingt sein müssen. Okay, können wir ihm erstmal da hinten das wegnehmen. Und dann ist die Geschichte. Sehr schön. Also auch bei Sky geklappt. Vielleicht sollte ich immer auf den Abend angreifen. Ja, es scheint ja zu klappen. Auf dem Balkon, ne? Entspannt. Läuft. Dafür wird es dann. Ah ne, diesmal sage ich es nicht. Das letzte Mal, wo ich gesagt habe, wie es nach den ersten drei Angriffen weitergeht, war dann auch so. Also morgen läuft es genauso cool. Ja, machen wir es mal so. Also, wir sehen uns morgen. Und dann hauen wir die anderen weg. Bis dahin. Bis gleich. So. Zweite Runde in dem Krieg. Schauen wir mal. Wir haben 4.900 Paar zerquetschte beim Gegner bei 29 Angriffen und wir haben 4.340 bei 39 Angriffen. Das heißt, wir haben 10 Angriffe mehr, liegen 600 Punkte hinten. Ja, nochmal ein bisschen über 50 Punkte gibt's für einen One-Shot. Also dolle knapp, ja. Ich hätte gerne mehr Punkte schon auf unserem Konto gehabt, aber gut. So, dann werden wir mal schauen, was wir überhaupt noch im Angebötchen haben. Wir haben noch Grün, was wir sehr gerne spielen. Na, da ist auch der Baum eine Alternative. Noch ein bisschen was Blaues, wir haben noch ein bisschen was Lilanes. Also irgendwie müssten wir noch drei Teams zusammengeferkelt bekommen. So, gucken wir mal kurz in die Runde, was hier so los ist. Eieiei, eieiei, 4.738. 4.716, noch ein paar Elfrike. Tja, was macht man denn hier so Schönes? Aber ob ich dafür noch irgendwas habe? Für den Yogi? Für den Yogi? Ja, vielleicht sollten wir auch ein bisschen Heilung bei haben. Wenn Mutter Nord da rumkräutert. Nee, das passt einfach nicht. Was ist denn hier unten? Haben dann unsere Jungs noch von den größeren? Noch ein bisschen was. Das ist auch nicht doll. Anex hat noch 6, das ist noch ganz gut. Tja. Was macht man, was macht man? Ich würde halt gerne mein grünes Team spielen. Als nächstes, aber irgendwie, ich meine, mit Scuddy, das ist nicht, das wäre okay. Mit Vera könnte ich auch leben, aber Schwarzer Ritter und Mutter Nord und kein Heiler mit bei, eieiei, das ist irgendwie nicht so cool. Irgendwie nicht so cool. Lassen wir nochmal weiter gucken. Was haben wir noch hier? Das ist irgendwie auch fürs grüne Team auch nicht ganz so prall. Mal überlegen. Mal überlegen. Können
könnten hier natürlich auch versuchen, mit Blau was zu machen. Wir gucken mal kurz, was wir hier so haben. Könnten natürlich das auch so versuchen. Das würde auch gehen. So, und dann irgendwas, um den schwarzen Ritter direkt wegzumachen. Das wäre dann eher der zweite Cage. Satana, um ordentlich reinzuhauen. Sonja macht den Boni vom schwarzen Ritter auch weg. Das könnte man natürlich mal machen. Bin da ein bisschen unschlüssig. Ich will mal schauen. Und den nehmen wir mal raus. Das machen wir mal so. Ich möchte gerne den Angriff auf Sonja mit drauf haben. Okay. Na dann, Feuer frei. Komm. Rush-Rush-Rush-Krieg. Okay, wir haben erstmal Blau. Wir haben erstmal Blau. Wir haben auch erstmal Lila. Wir spielen erstmal die drei Lilanen dort unten. Dann spielen wir erstmal die drei Blauen da oben. Ich hatte gehofft, dass vielleicht unten Blau nachrutscht. Wir kriegen aber erstmal unsere Matches zusammen. Schade, sie hätte gerne sterben dürfen. So, und jetzt haben wir alles weggespielt, was wir hier so Nettes haben. Den Giftschaden von Freya könnten wir wegmachen. Lassen wir aber mal noch kurz stehen, weil ich das Gefühl habe, dass wir gleich noch eine Beule von Scully kriegen. Oh, was ist jetzt los? Oh. Ja, na sicher. Na sicher. So, wenn ich jetzt sehe, der schwarze Ritter kommt, vorher der Killhase. Wir müssen Ariel anmachen hier. Hoffen, dass wir irgendwie überleben. Ja, natürlich. Boah, das hat natürlich wehgetan, ja. Schade, dass Cage das nicht überlebt hat. So, den Attack Up haben wir noch. Dann haben wir das erstmal weggemacht, aber leider nicht von allen. Tja, wo hauen wir jetzt drauf? Wo hauen wir drauf? Gehen wir hinten auf die Mutter, dass uns die nicht alles wiederholt. Ich weiß es gerade nicht. Ich finde den bescheuerter. Ich finde den im Moment finde ich ein bescheuerter, weil wir die Mutter sonst nicht angreifen können, vernünftig. So, dann nehmen wir mal den Diamanten. Dann gibt es wieder mächtig Rambazamba. Die Mutter ist schon fast wieder am Start. Ja, nächste Delle. Ach komm schon. Aha. Aha. So läuft das also. So läuft das also. So, jetzt müssen wir mal überlegen.
Wir kriegen einen Frostschaden, einen Giftschaden, wir kriegen allen möglichen Rotz an Schaden. Das heißt, wir sterben jetzt auf jeden Fall weg. Jetzt können wir die sichere Variante nehmen und Scully wegpusten. Oder die Risikovariante und auf den Killhasen gehen. Und dann die blauen Steine hinterher schieben. Und dann ist die Frage, ob der Killhase weg ist. Aber machen wir mal lieber die Variante. So, jetzt müssen wir kurz uns mal sortieren. Wenn wir jetzt den grünen Diamanten machen, haben wir, was fällt denn da alles zusammen? Der rutscht einen hoch, der rutscht einen hoch, der rutscht einen hoch. Das heißt, ein blaues Match haben wir auf jeden Fall unterm Killhasen. Was passiert auf der anderen Seite? Da geht der Stein, ein Stein geht in Mutter Nord. Ein Stein geht in Mutter Nord. Wenn der eine Stein zum Auslösen führt, könnte es sein, dass wir quasi voll verkackt haben. Nee, machen das so. Auch wenn ich weiß, dass wir dann verlieren. Hätten wir so oder so. Aber besser, als dass die Mutter jetzt noch irgendwas zurückholt. Schade. Schade, schade. Zwischendurch sah es ganz kurz mal so aus, als wenn man das irgendwie hinkriegt. So, dann nehmen wir uns den hier fürs grüne Team, was ich ganz gerne spiele. So, hier haben wir jetzt keinen wirklichen Heiler bei. Irgendwas hier rumzukräutern. Kaschrik ist jetzt auch nicht so der richtige Heiler, ne? Wir können aber Gulin Boosti mitnehmen. Lixiu ist schnell. Und wir können versuchen, mit Mana zu wirken. Können versuchen, das Mana zu reduzieren, dass wir damit irgendwas auf die Kette bekommen. Wir haben nichts zum Boni entfernen, also müssen wir mal Kadir in Ruhe lassen. Versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal. Okay, wir haben erstmal hier ein grünes Match. Dann kommt noch ein grünes Match. Das ist gut. Den ziehen wir auch mal so hoch, dass wir danach gelb spielen können. Okay, noch ein grünes Match. Das ist sehr schön. So, wer ist jetzt hier schlimmer? Schlimmer, schlimmer. Ich finde Kadir schlimmer. Wir gehen mal auf die Seite. Okay, das war gut, dass sie überlebt hat. So, wir gehen erst auf Kadir, weil ich jetzt einfach mal in der Hoffnung lebe, dass Elkan die wegbumst. Oh, okay. Ich hätte jetzt eigentlich vermutet, dass die blöde Kuh in der Mitte stirbt. Dann machen wir das so. War klar, dass das Mana weg ist. Okay, das war erstmal nicht verkehrt. Jetzt kriegen wir natürlich eine Beule. Lass mal Gulin Boosti in Ruhe. So, das nehmen wir erstmal mit. Lixiu können wir auch entspannt drauf spielen. Dass erstmal wieder ein bisschen Mana weg ist. Und jetzt nehmen wir mal den Diamanten. Wir brauchen Bordbewegung ein Stück weit. Ist nicht so viel da. Na, ich hab den runtergezogen, du Eierkopf. Gut, Glück gehabt, dass da noch was reingeflogen ist, aber ich habe das eigentlich anders gespielt. Aua, 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 aua. So, nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt wieder mittelfristig mal Steine. Der war gut, Colin Boosty hat sich da kurz mal entladen. 18. Ja, du kriegst gleich deinen bescheuerten Minion von Frost. Vielleicht kommt hier unten Gelb nach. Okay, hätte ja sein können. Ich Idiot.
So, er knallt uns jetzt noch einen weg, dann haben wir Grün unter ihm. Ach Mann, ey. So, jetzt lass uns mal überlegen. Wir den spielen, den Diamanten, den gelben, ich sehe ihn in der Mitte. Dann fliegt aber einiges in den Hammel rein da hier, June. Mal lieber so, in der Hoffnung, dass die Minions uns in Ruhe lassen. Ja, tun sie erstmal. Okay, so, das war das. Es fliegt trotzdem alles Mögliche in June rein. Kann natürlich auch mal versuchen, das so zu machen, ob da was nachkommt. Na, es kommt kein Grün, ja. Es kommt kein Grün, was wir irgendwo richtig reinschießen können. Dann machen wir mal das. In der Hoffnung, dass er uns Gulimbusti lässt. Ein Zug. Machen erstmal das. Also Mana reduziert. Mana reduziert. Ich möchte gerne, bevor ich Gulimbusti mache, dass er seine Attacke durchdrückt. Genau, okay. Ja, es ist schön, dass der Grün durch die Mitte fliegt. Hilft uns aber jetzt nur noch sehr begrenzt. Okay, haben wir wieder rausgemacht. Zwei Züge. Mal gucken. Okay. Oh, kommt Grün unten nach? Nein, Gelb. Ah, der eine rote. Na, oh, ja, oh, okay, das war in Ordnung. Dann können wir das doch wieder so machen. Jetzt müssen wir wieder schauen, dass wir wieder Gelbe zusammengewürfelt bekommen. Frost wird seine Minions bekommen. Dann kommen wir nicht drum rum. Sein kleines bisschen Mana-Klimbim kriegt er auch. Dann ziehen wir den mal nach oben, dann können wir zwei zusammenbauen. Die gehen auch noch automatisch ineinander. Dann haben wir nämlich die Grünen, die da reinfliegen in ihn. Nein, nicht die Roten. Nein, 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 nein. Okay. Gulimbo ist die wieder geregelt. Jetzt können wir mal überlegen, was machen wir denn jetzt? Wir brauchen langfristig, eigentlich brauchen wir links noch was drunter. Das Problem ist, ich will das links nicht spielen. Ich will nicht Frost seine Minions geben. Da habe ich keine Lust zu. Das ist wiederum okay. Weil damit haben wir den einen Stein, der in grün drunter liegt, safe. Jetzt überlege ich, ob wir den spielen. Was hat denn er noch? 294. Wir machen den mal. Das gibt nämlich den Treffer. Danach kommt Gulimbusti. Jetzt müssen wir mal schauen. Okay, er hat den Treffer kassiert. Und das war's. Puh, alter Schwede. Gulimbusti hatte klar Stress hier, ja? Meine Herren. Okay, wir haben Nuller da oben. Und Legend. Sonny hat auch hier one-shottet. Okay, so, jetzt gucken wir noch mal rein hier, was wir jetzt noch zusammenwürfeln können. Wir könnten noch mal was Abgefahrenes in Grün machen, mit Lila kombiniert. Wir könnten noch was Rotes machen. Was Rotes oder was Grünes? Was Rotes oder was Grünes? Was Rotes oder was Grünes? Was Rotes und was Grünes? Sind natürlich auch mega Brocken hier. Ey. Natürlich alles im sehr schnellen Krieg hier auch. Alles wirklich so eine richtige Brecher. Ey. Elfriede, Heimdall. Auch dieser behämmerte Baldur, der ging mir auch schon ein paar Mal richtig auf den Sack.
Nicht einfach, nicht einfach. Nicht einfach, nicht einfach, nicht einfach. Nicht einfach, nicht einfach, nicht einfach. Okay, das mag jetzt. Das mag jetzt verrückt erscheinen, weil man hat ja noch Helden. Aber ich gehe hier monorot und hoffe auf Steine. Unterhalb von dem Heimdall oder Mutter Nord, dass ich die erstmal wegrationalisiert bekomme. Wünscht mir Glück. Wünscht mir Glück. Also, ich hätte jetzt auch noch was mit Grün bauen können, mit Lila, aber so richtig. Ja. Gut, damit geht der Angriff wieder in der Geschichte der Dusseligkeit ein. Ja, ich hätte ja auch Grün und Lila mitnehmen können, ne? Dann hätte ich hier wenigstens was zum Spielen gehabt. Boah. Okay, da kam ein bisschen was nach. Dann schieben wir hier nochmal welche rein in der Mitte. Das sieht gar nicht gut aus. Wahnsinn. Ein Match haben wir zusammenbekommen. Nummer 2. So, dann kann er sich erstmal einmal bespielen und diese Minions schrotten. So, Heimdall kommt und Kagan. Immerhin hat er zweimal geschossen. Dann können wir auch in Kagan reinspielen. Der war ganz gut gewesen. So, Heimdall. Und die Mutter Nord kommt auch gleich. Jetzt können wir uns mal überlegen, ob wir uns das quasi ersparen, dass wir jetzt unser Special draufhauen. Aber wir haben drei Steine unter ihr. Wir haben drei Steine unter ihr. Komm, wir sind verrückt. Wir probieren das aus. Auch wenn die Schild oben hat. Und versuchen sie mit den drei Steinen zu killen. Jawohl. Aua. Hättest du nicht Yang Mai lassen können? Jetzt mal ohne Scheiß. So, wir hoffen auf den roten hier unten. Danke. So, also auf geht's auf den Heimdall. Wir hoffen wieder auf Rot. Kriegen wir. Wie lange hat er denn das Schild nach oben? Verbleibende Züge 4. Ach du Scheiße. So. Okay, also er ist ready. Jetzt müssen wir mal hoffen, weil wir nämlich auch keine Steine mehr haben, dass er hier uns nicht alles wiederholt. Okay, er holt uns erstmal nichts wieder. Das war erstmal okay. Wir kriegen ein bisschen rot. Okay. Wie lange ist sein Schweineschild noch oben? Ein Zug. Okay. Ein Zug. Dann spielen wir hier hinten. Das Schild muss weg. Reicht schon, dass er seinen Paladin-Dreck hat da. So, und dann alles drauf. Okay, er hat den Brandschaden noch. Wir haben die linke Seite, wo wir spielen können. Jawolla.
Lecco mio, das war aber, meine Herren. Okay, das war nicht so verkehrt. Den einen, den wir da versemmelt haben. Hier unten, Legend Sonny. Aber ansonsten war das erstmal ganz IO gewesen. So, hier oben machen wir heute auch noch was, ne? Also die neuen Dinger nicht da. Ich werde nochmal ein Anibötchen kaufen. Die werden heute auf jeden Fall nochmal beschwören. Nochmal ganz kurz eskalieren wahrscheinlich, damit ich endlich 12 5-Sterne Season 4 Helden habe. Auch mal gucken. Kriegen wir schon im Griff. Also, von daher, ich drücke euch weiter die Daumen im Krieg. Haltet durch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.